Jo. Das heutige Video, nennen wir es ganz einfach mal zwischen Laptop und Pizzafladen vom Mini-Kamado. Pizzafladen, weil die Dinger werden ganz wild gemacht und auf dem Mini-Kamado rausgebacken. Schatzi bereitet hier schon die Pizzasoße vor. Sehe ich das richtig? Magst du reingucken? Ja, Moment. Na, Freili. Ui. Du hast jetzt aber nicht das scharfe Tomatenmark erwischt wieder? Nein. Nein. Jetzt nicht. Okay, was ist? Ich sehe Zwiebel, frische Tomaten, brauner Zucker, Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Paprika, Pizzagewürz. Das hört sich doch mal sehr gut an. Und den Pizzateig machst du dann auch auf die Schnelle hier drin, den oder? Den habe ich schon gemacht. Den hast du schon gemacht? Auch hier drin? Ja, ja. Ein geniales Zusatzgerät. Auch wenn jetzt wieder einige meckern, Thermomix, bla bla bla. Ist mir wurscht, das ist ein absolut geiles Küchenzusatzgerät. Ja, und warum Laptop? Enkel ist zu Besuch und die ganze Zeit am Zocken. Und naja, der Laptop ist in die Jahre gekommen. Der bekommt jetzt eine SSD. Und mehr Arbeitsspeicher. Und ja, da muss erst die Post kommen. Hoffentlich bringen die alles mit heute. Tja, Freunde, und da ich Urlaub habe, habe ich auch einfach Bock, das alles mit einer Videonight zu packen. Einfach just for fun. Ja, den Mini-Kamado hier, den habe ich jetzt schon mal angefeuert. Ganz brutal unten die Kohlen rein, die was noch drin gelegen sind. Einfach drauf, dass man hier erst einmal den Pizzastein noch sauber abbrennen können. Also den lasse ich jetzt volle Pulle aufheizen. Und ja, danach wird er dann wieder gedrosselt. Und bis die Pizzas soweit sind, dass wir sie draufhauen können, das dauert ja eh noch ein bisschen. Genau. Und jetzt hoffe ich bloß, dass die Post bald kommt. Tja, Leute, und dann möchte ich euch noch auf was hinweisen. Interessiert wahrscheinlich nur ein paar von euch. Hier steht der grüne Polo und endlich steht meine Herrin, und auf dem Street Fighter Kanal wird es jetzt dann demnächst rund gehen. Ja, der Polo kriegt einen anderen Motor und schauen wir mal, eventuell gleich neue Farbe und neue Einstiege. Ja, das wollte ich auch noch loswerden. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ja, auf dem Eiskanal vielleicht auch noch, auch wenn es vielleicht jetzt die meisten nicht interessiert, aber wenn ein Video mal neu rauskommt, ich denke am Sonntag am Sonntag kommt auf alle Fälle wieder ein Video raus auf dem Eiskanal. Also bis abends wird es auf alle Fälle da sein. Sagen wir mal Sonntag um, ich hau's am Sonntag um 12 Uhr rein, dass das rauskommt. Und da würde ich mich freuen, wenn von euch ganz, 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 ganz viele dieses Video dann anklickern. Dass wenigstens ein Video mal ganz, ganz, ganz viele Aufrufe hat. Weil mich würde nämlich interessieren, ob dann dieser YouTube-Algorithmus dieses Video weiterteilt, dass dann noch mehr Aufrufe kommen. Also das würde mich jetzt echt einmal experimental interessieren. Ja, einfach Sonntag um 12 Uhr oder nach 12 Uhr auf dem Eiskanal und einfach das Video anklickern und durchlaufen lassen. Würde mich freuen. Tätet ihr mir einen riesen Gefallen. Danke. So, und jetzt, ja, warte ich nur noch, bis der Grill so halbwegs ausgekokelt ist, ausgebrannt ist, und dann fangen wir an mit den Pizzas. Mhm. So, Leute, hier sind wir jetzt gerade auch mit Waage am rausexperimentieren, wie viel Teig wir jetzt brauchen für einen Pizzaboden. Der Teller ist so, ja, die optimale Größe für so eine Mini-Pizza, so ein Pizzafladen. Und naja, schauen wir mal. Und darauf machen wir dann einfach die Pizza, tun unseren Belag drauf. Und das ist optimal so. Mehr geht jetzt nicht. Das, ja, das passt. Wieder wunderbar. Ja, und das Ding werden wir jetzt sauber belegen. Und dann kann man schon rausgehen und das auf den Grill hauen.
So, dann kommt etwas von der Pizzasoße drauf. Was möchtest du noch alles drauf haben? Also normale Wahnsinn halt. Ja, ich habe hier mal alles hier so kreuz und quer geworfen. Schinken kommt drauf. Bacon ist auch offen, wenn du drauf möchtest. Ach, ich würde das meine, oder was? Ja, wenn du möchtest. Bisschen Salami. Oh, Schwammerl. Pilze? Ich hol welche. Und dann noch ein bisschen Käse drüber. So. Das du auf den Grill tun. Gut. Dann gehen wir raus und tun die Pizza auf den Grill. Ja, und dann können wir sie auf den Hotstein drauf schmeißen. Ich hoffe, dass ich die hier jetzt halbwegs runterkriege. Ja. Man hat zu lange nach den Pilzen gesucht. Und der ganze Belag ist durchgesifft. Shitkram. Also da muss ich mal was anderes überlegen. Da haben wir halt hier eine halbe Calzone. Gucken wir mal. Ja, das dauert jetzt. Ich muss sie halt nachher umdrehen. Gucken wir wieder nach. Ja, zwangsläufig. Die Pizza ist nicht runtergegangen. Einmal schnell umdrehen. Wenn ich nur meine ganzen Weisheiten vom letzten Pizza-Video noch wissen würde. Hast du zu lange keine mehr gemacht? Ja, das ist ja das Problem, mein Schatz. Definitiv zu lange keine Pizza mehr gemacht hier drin. Ich glaube, das reicht jetzt. Dann wäre die erste, naja, Halbkalzone fertig. Und hier haben wir schon die nächste gekriegt. Da hat Schatz ja schon den Schieber unten drunter. Und dadurch funktioniert das dieses Mal gut. Machst du die? Wer macht die? Patricia, ich probiere. Das wäre eigentlich meine gewesen. Salami magst du ja nicht. Hey! Die ist gekocht, die darfst du jetzt essen. Heiß. Ja. Ja, sie wird. Aber knusperig. Aber jetzt schauen wir mal, ob man... Die kriegt nicht unten fest, noch nicht. Ja. Also lieber schaue ich jetzt zwei, dreimal nach, als dass sie, naja, koklig ist. Ja, die Pizza wird schwarz unten. Aber es geht noch. Bevor sie natürlich ganz schwarz ist, müssen wir sie runternehmen vom Grill. Aber noch sieht sie gut aus. So Leute, das muss jetzt ausreichen. Und ja, wie mache ich jetzt hier wieder zu? Oh, das riecht mir so gekogelt. So. Und so sieht die Pizza aus. Von unten fast gar nicht schwarz, also bloß ganz leicht, was eigentlich ja normal ist für eine Pizza. Und die bringe ich jetzt rein und schau mal, wer sie isst, weil ich habe hier keinen Teller, das ist blöd. Und danach, ja, irgendwann werde ich noch in eine Pizza reinbeißen. Sehr geil, die letzte Pizza hat es geheißen, das ist meine, die ist mit Bacon. Erst einmal hier schnell, jetzt verkokelt er ein bisschen runter. So. Und dann schwuppsdiwupp die nächste Pizza drauf. Das ist das Mehl, was da unten drunter ankokelt. Ja. Gut. Ja, und dann schiebe ich mal das Ding doch gleich mal in den Hals rein. Und dass er es mir auch wirklich glaubt. Also wirklich absolut nicht schlimm. Ein ganz normaler Wahnsinn. Mmh.
Dann einfach eine ganz leckere Pizza vom Mini-Kamado. Ja, im Prinzip war es ja das jetzt schon fast mit dem Video. In der nächsten Szene war dann hoffentlich endlich der Postbote da, dass wir noch schnell ja, den Spaß mit dem Laptop machen können. Leute, bis gleich. So, Ramona. Hast du dich auch kurz zum Pizza-Essen eingeladen? Ja, die schmeckt so lecker, da konnte ich einfach nicht anders. Heute haben wir aber einen komischen Postboten. Danke, Ramona. So, Leute. Arbeitsspeicher, Laptop. SSD-Laptop. Und Spoiler. Schatzi-PC. Mit dem geht es nämlich auch noch weiter. So, Freunde, die vorletzte Pizza. Ich habe noch eine drin. Du hast noch eine drin? Die mache ich jetzt noch. Ja, halt, hier. Die gebe ich dir gleich auf den Teller. Da, bitteschön. Und jetzt habe ich nämlich mir wieder eine drauf. Und Moment. Das ist nämlich wieder eine mit Bacon. Tja, ich habe es mir hier auf dem Stuhl mittlerweile vorm Grill gemütlich gemacht, weil das ist echt Pizza wie am Fließband, eine nach der anderen. Und ja, dann wären wir jetzt mit der Pizzageschichte wirklich endgültig durch. Und alle, wo bloß die Pizzageschichte interessiert haben, können jetzt abschalten, weil jetzt geht's definitiv nur noch mit dem Laptop weiter. Pizza war hervorragend, was will man mehr? So Leute, dann geht's jetzt noch schnell dem Acer-Laptop ankragen. Vielleicht erinnern sich einige, das habe ich auch damals auf meiner Deutschlandtour dabei gehabt. Und wenn ich mal wieder eine machen werde, wird der mit Sicherheit auch wieder dabei sein. Das Ding hat mittlerweile Windows 10 drauf, 8 GB Arbeitsspeicher. Definitiv zu wenig, deswegen kommt hier jetzt ein 16 GB Kit rein. Und die HDD ist einfach langsam, hat 500 GB. Da kommt jetzt die 1 TB rein, eine von Samsung. Und genau das machen wir jetzt. So, erst einmal vorsichtig umdrehen. Mein Monster-Mauspad kann man drauflegen. Ist bei dem absolut simpel und ganz einfach zu machen. Zwei Schräubchen, die halten gleichzeitig da unten die Festplatte drin mit. Da kommt hier schon die Festplatte. Die werde ich jetzt dann erst einmal klonen. Und zwar auf diese hier. So, von der Größe her soll es ja genauso hinhauen. Da wird der Rahmen dann auf die Festplatte geschraubt und dann wird die bloß hier zack reingeschoben. Und das ist das ganze Geheimnis. Aber wichtig ist halt, dass man die Daten erst einmal klont. So. Und ich habe noch nie so einen Laptop-Arbeitsspeicher rausgemacht. Wie funktioniert das hier? Ah, okay. Einmal. Dann muss man den wahrscheinlich auch bloß so auf die Seite ziehen. Na, komm raus. So. Und dann können wir schon die 16 GB reinstecken. So. Plopp. Jo. Arbeitsspeicher drin. Dann werde ich jetzt meinen Rechner erst einmal runterfahren,
die Festplatten einbauen und klonen. So sieht das Ganze gerade an der Rückseite von meinem Rechner aus. Meine SSD, was ich drin hatte, einfach abgeklemmt. Hier die SSD dafür hin. Müsste übrigens dieselbe sein. Und die andere Festplatte her und die klone ich jetzt ganz einfach. Das Ganze mit dem Samsung Data Migration, da ist es einfach am einfachsten. Jo. Dann wollen wir hier mal die Festplatten auswählen. Den zu klonenden Datenträger aus. Moment, da muss ich jetzt suchen. So ein Käsekuchen, das Samsung-Programm wollte man nur die C klonen, also die Systemfestplatte und nicht irgendeine, das ich hätte auswählen können. C-Festplatte wäre halt, hätte eine von den SSDs auswählen können, aber nein, jetzt habe ich mir schnell FreeSoftware runtergezogen, Reflect 8 und ja. Fortschritt 1%, also das dauert jetzt ein bisschen. Hätte ich jetzt ein separates Gehäuse gehabt oder was, wo ich die SSD hätte schnell reinstecken können, aber von meinen anderen will ich da jetzt nichts extra aufschrauben, dann hätte ich das per USB an dem Rechner schnell angesteckt und wäre es genauso gegangen, aber dann hätte ich es wieder aus dem Gehäuse rausschrauben müssen. Egal. Jetzt wird geklont und dann wird geschaut, ob es funktioniert. So Leute, dann werden wir noch schnell den Festplattenrahmen hier umschrauben. Und dann hoffen wir doch, dass das Ganze ohne Probleme funktioniert. Vom Arbeitsspeicher und der Festplatte her. Dann sollte das einwandfrei hier einsteckbar sein. Na, du, geh halt jetzt da runter. Dann machen wir natürlich gleich den Deckel hier wieder zu. Hier ist auch eine Abschirmung drin. Und dann gucken wir mal, ob das Ding hochfährt. Und schon haben wir ein Problem. Ja. Der findet diese Festplatte nicht. So ein Mist, aber auch gerade eben die alte Festplatte wieder reingemacht. Und von der dauert es halt wieder ewig zu booten. Also Leute, ich vermute, dass das Klonen mit dem Freeware-Programm nicht so ganz funktioniert hat. Ich schaue jetzt, dass ich hier noch einen SATA zu USB-Adapter bekomme. Entweder bestelle ich mir den noch auf Amazon, dann habe ich den bis morgen. Oder fahre noch kurz, ob der Expert da hat. Beziehungsweise da warte ich auf den Anruf. Tja, funktioniert gerade so nicht, wie ich das gern hätte. Weil wenn ich den jetzt auf USB anschließe, kann ich direkt mit dem Samsung Programm, der sagt mir dann die C-Festplatte und will die dann automatisch darauf klonen. Und dann kann ich es wieder umstecken. Naja, jetzt schauen wir mal, ob ich heute noch was herkriege und ob das dann funktioniert. Ansonsten sage ich euch das in einem anderen Video, ob das dann funktioniert hat. Leute, in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal hasta la vista, bis zum nächsten Mal oder es geht gleich weiter. Haha, gerade eben noch ein Adapterkabel geholt von USB auf SATA. Ja, das kann mir in Zukunft vielleicht doch einige Dienste noch leisten. Und Samsung Data Migration runtergezogen. Und als Quelllaufwerk erkennt man natürlich C. Ja, auch wenn es jetzt eine Toshiba-Festplatte ist. Und Ziellaufwerk ist die SSD. Ja, und genau das kopiere ich jetzt. Und hoffe, dass es mit diesem Programm funktioniert. Katastrophe, sage ich euch. Ich habe jetzt von dem Samsung Data Migration wieder die Version 3.1 aufgespielt. Die habe ich jetzt ewig im Internet gesucht, weil die neue 4.Haumichtrot-Version absolut nicht funktioniert hat, über eine Stunde auf der Festplatte rumgerödelt hat und nichts vorwärts gegangen ist. Tja, und mit der alten Version funktioniert's.
Tja, und jetzt hoffe ich bloß, dass hinterher dann die Festplatte in dem Laptop auch funktioniert. Puh, sage ich bloß. Hier ist die alte HDD und er läuft. Mhm. Also, das Kopieren hat zwar jetzt 1,5 Stunden oder irgendwie sowas gedauert. Wie gesagt, mit der alten Version. Hat aber jetzt einwandfrei funktioniert. Und ich sag's euch, das Ding ist viel, viel schneller beim Hochfahren, beim Programme aufmachen und. Ein bisschen was hat man ja schon gemerkt mit dem Arbeitsspeicher, aber mit der SSD einfach nur geil. Tja, hoffentlich schmeiße ich irgendwann mal meine ganzen anderen auch noch raus und habe dann nur noch SSDs, aber naja, gut. Damit wird dieses Video jetzt komplett beendet. Ich hoffe, ein paar Hardware-Freaks haben sich das noch mit angeguckt und sich drüber gefreut. Habt Mut, macht ein Update auf eure alten Laptops, dann könnt ihr die nochmal 2, 3, 4, 5, 6 Jahre nehmen. Und ja, man ärgert sich zwar manchmal ein bisschen rum, aber es gibt für alles eine Lösung. Und ja, es hat geklappt. Gut, dann gibt es demnächst ein reines Hardware-Bastelvideo wieder oder zwei, wenn ich den PC vom Schatzi baue. Mhm. Okay, aber jetzt Feierabend. Hasta la vista. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski.